Einst bevölkerten Nashörner Afrika zu Hunderttausenden. Heute sind nur noch knapp 20.000 auf dem Kontinent übrig. Allein im letzten Jahr haben Wilderer rund 1.300 Tiere abgeschossen. Nur, um an das Horn zu gelangen. Ein Kilo hat einen Wert von bis zu 60.000 US-Dollar. Inzwischen auch ein Statussymbol für viele Wohlhabende in China und zunehmend in Vietnam. Die Nationalparks mussten aufrüsten, denn Wilderer kommen immer häufiger mit automatischen Waffen. Der Kampf gegen Wilderei gleicht immer mehr einem Buschkrieg. Die Ranger im südafrikanischen Krüger-Nationalpark wollen lieber nicht erkannt werden aus Sorge um ihre Familien. Vor vielen Jahren haben sich die Ranger noch vor allem um Naturschutz gekümmert. Irgendwann veränderte sich das und wir wurden mehr wie Soldaten. Man sieht es ja, ich trage ein Gewehr. Immer wieder gibt es Gefechte zwischen Rangern und Wilderern. Gelingt es den Rangern, Wilderer bei der illegalen Jagd auf Nashörner zu fassen, entscheidet sich ihr Schicksal oft am Gerichtshof von Skukuza, mitten im Krüger-Nationalpark. Hier werden fast ausschließlich Fälle von Wilderei behandelt. Die meisten Wilderer sind junge Männer. Sie sehen Jahrzehnten im Gefängnis entgegen, sagt Staatsanwältin Ansi Fenter. Sie zerstören ihr Leben. Sie werden nach 10, 20 oder 30 Jahren wieder nach Hause kommen und lassen ihre Familien in Not zurück, ohne Einkommen. Soweit wir wissen, kümmern sich die kriminellen Hintermänner nicht um die Familien. Etwa 500 Dollar bekommt ein junger Mann für eine erfolgreiche Jagd. Viel Geld für Menschen in Armut. Sich einmal etwas Besonderes leisten zu können, bringt die Männer dazu, Risiken einzugehen, die sie kaum einschätzen können. Viele geben ihr Geld an einem einzigen Wochenende wieder aus und gehen dann wieder auf die Jagd, bis sie eines Tages erwischt werden. Der Rechtsanwalt Mike Nonyane verteidigt immer wieder junge Wilderer. Ungefähr 400 werden im Jahr vor Gericht gestellt. Die Syndikate und Händler, die jemanden ansprechen, die gucken sich die Leute genau an, ihre Bildung und Urteilskraft. Sie erzählen ihnen, dass sie einen Haufen Geld bekommen, aber sie sagen nichts über das Risiko. Diese jungen Männer sind auch nur Opfer. Das große Geschäft, so viel ist sicher, machen ganz andere. Und derweil schwindet Afrikas Artenvielfalt dramatisch. Geht das Töten ungebremst weiter, werden Mitte des Jahrhunderts Elefanten und Nashörner aus der Wildnis verschwunden sein. Wenn die Nashörner ausgerottet sind, was wird dann folgen? Vielleicht die Elefanten? Und dann eines Tages gibt es ein neues Verlangen nach Löwen, dann Leoparden. Und eines Tages werden wir um die letzte lebende Antilope kämpfen in diesem großen und weiten Land, das wir einmal den Krüger genannt haben. Und stell dir vor, in den kommenden Jahren, vielleicht 30 Jahre von heute, du läufst in diesem weiten Land umher, 2 Millionen Hektar, und findest kein einziges Tier. Wie würde das sein?